Heute für euch alle Professoren für Verteidigung gegen die dunklen Künste vom schlechtesten bis zum besten gerankt. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über die Verteidigung gegen die dunklen Künste sprechen. Dieses Fach ist von zentraler Bedeutung und wird in Hogwarts unterrichtet, um den Schülern beizubringen, sich gegen dunkle Magie zu verteidigen. Genauer gesagt werden wir einen genaueren Blick auf die Rolle des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts werfen und jeden einzelnen Professor unter die Lupe nehmen, angefangen bei der schlechtesten bis hin zur besten Bewertung. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass ich mich auf die wichtigsten Verteidigung gegen die dunklen Künste Professoren während der Handlung der Bücher beschränken werde. Es gab nämlich viele Professoren vor dem ersten Professor in dieser Liste und es wird viele nach dem letzten Professor in dieser Liste geben. Wenn du ein echter Harry Potter Fan bist, dann ist dir sicher bekannt, dass das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste von einem Fluch heimgesucht wurde. Dieser Fluch geht auf Tom Riddle, auch bekannt als Lord Voldemort, höchstpersönlich zurück, der die Stelle verweigert bekam und daraufhin beschloss, sie zu verfluchen. Die Auswirkungen dieses Fluches bedeuteten, dass kein Professor diese Position länger als ein Schuljahr innehaben konnte, solange dieses Amt existierte. Tom hielt sein Versprechen und nachdem er die Stelle verflucht hatte, verließen alle Professoren aus unterschiedlichen Gründen die Position. Infolgedessen gab es eine breite Palette von verschiedenen Lehrern in dieser Rolle und heute möchte ich jeden dieser einzigartigen Individuen näher betrachten. Welcher gehörte zu den schlechtesten und wer zu den besten? Welche von ihnen haben den Schülern wirklich etwas beigebracht? Ohne weitere Umschweife stelle ich euch jetzt alle Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste in der Reihenfolge von schlecht nach gut vor. Beginnen wir mit dem Schlechtesten. Der unrühmliche Titel des schlechtesten Professors auf dieser Liste gebührt Amicus Carrow. Als das Ministerium im Jahr 1997 zusammenbrach und die Zaubererwelt in Aufruhr geriet, wurde er als neuer Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste eingesetzt. Ihr hattet wahrscheinlich nicht erwartet, ihn hier zu finden, vor allem angesichts der Tatsache, dass es bereits einige schlechte Professoren in diesem Fach gegeben hatte und Amicus wahrscheinlich ein äußerst strenges Regime geführt hatte. Aber wie dem auch sei, obwohl Amicus einen Kurs in Verteidigung gegen die dunklen Künste anbot, hauptsächlich aufgrund seiner bedrohlichen Art, unterrichtete er tatsächlich überhaupt keine Verteidigung. Stattdessen führte er lediglich dunkle Künste im Unterricht vor. Unter seiner Leitung verwandelte sich der Unterricht in etwas völlig anderes und obwohl er nun die dunklen Künste unterrichtete, eine seiner Spezialitäten, war er darin nicht einmal besonders gut. Vincent Crabbe, der sich am Ende selbst mit Dämonsfeuer tötete, hatte den Zauberspruch von Amicus gelernt und es ist sicherlich seine Schuld, dass Crabbe am Ende sein Leben verlor, da er einen beeinflussbaren jungen Mann in Gefahr brachte. Amicus war ein besonders grausamer Lehrer, der für das Verhängen quälender Strafen zur Disziplinierung der Schüler bekannt war. Neville erzählte Harry, Ron und Hermine, dass die Bestrafungen von Umbridge im Vergleich zu den Carrows zahm waren. Man kann sich also nur schwer vorstellen, wie es gewesen sein muss, unter seiner Leitung Schüler zu sein. Als nächstes auf der Liste haben wir Dolores Umbridge. Oh Mann, wo soll ich da nur anfangen? Dolores Umbridge wurde zur Professorin für Verteidigung gegen die dunklen Künste ernannt, zu einer Zeit, als das Ministerium begann, sich in die Angelegenheiten von Hogwarts einzumischen. Cornelius Fudge, der vehement leugnete, dass Voldemort zurückgekehrt war, trotz nahezu unbestreitbarer Beweise, begann aufgrund irrationaler Angst unvernünftig zu handeln und nahm sich vor, Dumbledore das Leben schwer zu machen. Zu dieser Zeit wurde Dolores Umbridge nach Hogwarts geschickt und mit der Unterstützung des Ministeriums brachte sie schnell Unruhe in die Schule. Schließlich wurde sie zu Hogwarts Hochinquisitorin und sogar zur Schulleiterin befördert. Sie begann jedoch als Professorin und es wurde sofort deutlich, dass Umbridge nicht die Absicht hatte, einen standardisierten Lehrplan zu unterrichten. Sie hatte ihre eigenen Absichten im Kopf. Angesichts der drohenden Rückkehr von Lord Voldemort hätte man schon erwarten können, dass gerade der Kurs zur Abwehr der dunklen Magie oder Verteidigung der dunklen Künste mehr Substanz bieten würde. Aber Dolores unterrichtete stattdessen einen nutzlosen Kurs, der hauptsächlich aus Theorie bestand und absolut keine praktische Anwendung bot. Diejenigen, die sich ihr widersetzten, wurden grausam und ungewöhnlich bestraft, inoffiziell natürlich, und sie missbrauchte auf widerwärtige Weise die Macht, die sie bei jeder Gelegenheit ausübte. Umbridges Unterricht in diesem Jahr war im Grunde genommen nur eine Zeitverschwendung für die Schüler und sie vermittelte wirklich nichts von Wert, wodurch sie jeden Versuch der Schüler, sich selbst zu schützen, erstickte.
Als nächstes haben wir Quirinus Quirrell. Erstaunlicherweise hatte Quirrell trotz Voldemort auf seinem Hinterkopf immer noch über Umbridge und die Carrows geschafft. Die Sache ist die: Quirrell hat nicht die Fähigkeit der Schüler unterdrückt zu lernen oder sie in dunkler Magie unterrichtet, aber er war im Grunde genommen nur ein nutzloses, nervöses Wrack. Während seiner Zeit als Professor hat er im Wesentlichen nichts Wertvolles vermittelt, und warum sollte er auch? Voldemort kontrollierte ihn die ganze Zeit. Außerdem hat J.K. Rowling einmal erklärt, dass Quirrells besondere Fähigkeit darin bestand, dass er in der Theorie der Verteidigungsmagie bewandert war, aber weniger geschickt in der Praxis. Das sagt mir, dass Quirrell nicht inkompetent oder unintelligent war. Er war einfach kein guter Anwender der Magie, die er lehrte. Im Jahr 1990 nahm Quirrell ein langes Jahr Auszeit. Er erzählte seinen Mitschülern, dass das Sabbatjahr eine Gelegenheit sei, um aus erster Hand Erfahrungen zu sammeln, während sein wahres Ziel darin bestand, Lord Voldemort zu finden. Er war äußerst neugierig darauf, was mit dem dunklen Lord geschehen war, der die Zaubererwelt jahrelang tyrannisiert hatte. Voldemort berichtete von seiner ersten Begegnung mit Quirrell. Ein junger, törichter und leichtgläubiger Zauberer begegnete mir im Wald, den ich zu meinem Versteck gemacht hatte. Oh, es schien genau die Gelegenheit zu sein, von der ich geträumt hatte, denn er war ein Lehrer an Dumbledores Schule, leicht zu beeinflussen. Er brachte mich zurück in dieses Land, und nach einer Weile übernahm ich Besitz von seinem Körper, um ihn genau zu überwachen, während er meine Befehle ausführte. Ich bezweifle, dass ich einen von Voldemort kontrollierten Zauberer viel weiter oben auf der Liste einstufen könnte, aber er war auf jeden Fall besser als Umbridge und die Carrows. Was meint ihr dazu? Als nächstes haben wir den Empfänger des Preises für das charmanteste Lächeln. Und, wisst ihr, wen ich meine? Ich meine natürlich Gilderoy Lockhart, Ritter des Merlin-Ordens dritter Klasse, Ehrenmitglied der Liga zur Verteidigung gegen die dunklen Mächte und fünffacher Gewinner des Witch Weeklys Charmantestes Lächeln Awards. Lockhart war eine interessante Wahl für die Rolle des Professors für Verteidigung gegen die dunklen Künste. In den Augen vieler in der Zaubererwelt wirkte er beeindruckend. Schließlich hatte er Bücher über seine vermeintlichen Leistungen verfasst, in denen er behauptete, alle möglichen dunklen Kreaturen besiegt zu haben. Auf dem Papier schien er die perfekte Person für die Rolle zu sein. Doch was viele nicht wussten, war, dass er ein großer Schwindler war. Lockhart war prahlerisch, egoistisch und offen gesagt wahnhaft. Lockhart schlug Kapital aus den wahren Leistungen wirklich mächtiger Hexen und Zauberer, indem er hinterhältige Gedächtniszauber einsetzte, um sie vergessen zu lassen, was sie getan hatten. Ohne jemanden, der diese Leistungen für sich beanspruchen konnte, und niemand, der nachweisen konnte, dass es nicht Lockhart war, der sie erreicht hatte, machte er sie sich zu eigen. Natürlich wusste Dumbledore von Anfang an, dass Lockhart ein Schwindler war, da er einige der Hexen und Zauberer persönlich kannte, bei denen Lockhart Gedächtniszauber angewandt hatte. Da es jedoch in diesem Jahr niemanden gab, der die Position übernehmen konnte, dachte sich Dumbledore, ach was soll's, und gab Lockhart einfach den Posten. Obwohl er völlig unfähig war, steht Lockhart ziemlich weit oben auf der Liste, denn in Dumbledores eigenen Worten: Auch von einem schlechten Lehrer kann man viel lernen, nämlich was man nicht tun sollte und wie man nicht sein sollte. Als nächstes haben wir Alistair Mad-Eye Moody oder tatsächlich Barty Crouch Jr. Im Jahr 1994 trat ein neuer Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste sein Amt an, der berühmte Todesserfänger Alistair Mad-Eye Moody. Trotz seiner auffälligen und einschüchternden äußeren Erscheinung gehörte Moody zu den Guten. Seine Aufgabe war es, dunkle Zauberer zu fassen, und er war äußerst erfolgreich darin. Die Aussicht, von Alistair Moody unterrichtet zu werden, war aufregend, da er ein ausgewiesener Experte auf seinem Gebiet war. Gleichzeitig gab es jedoch etwas Merkwürdiges an ihm, nämlich dass es sich tatsächlich nicht um Moody handelte, sondern um Barty Crouch Jr. Obwohl er ein Todesser war, der sich als Lehrer in Hogwarts ausgab, war er überraschenderweise in der Lehre noch besser als einige der zuvor genannten Namen auf der Liste. Er war ziemlich dreist und setzte im Klassenzimmer sogar verbotene Flüche wie Imperius, Cruciatus und Avada Kedavra ein. Dennoch erwies sich sein umfangreiches Wissen über diese Flüche als recht informativ. Er brachte den Schülern nicht direkt bei, wie man diese Flüche ausführt, wie es die Carrows getan hätten. Stattdessen lehrte er sie lediglich, was diese Flüche waren und wie sie funktionierten. Das hat dem Trio sicherlich geholfen, ihr Verständnis zu vertiefen. Und hier ist das Besondere an Barty Crouch Jr. Er war ein äußerst talentierter Zauberer. Obwohl er bedauerlicherweise auf die dunkle Seite wechselte, behielt er seine Lernfähigkeiten bei. Während seiner Zeit in Hogwarts war er ein außergewöhnlicher Schüler.
Es ist daher nur logisch anzunehmen, dass er selbst wenn er den Todessern diente, bestrebt war, sein normales, enormes Wissen an die Schüler weiterzugeben. Ich stelle mir gerne vor, dass selbst wenn Mad-Eye die Klasse persönlich unterrichtet hätte und nicht Barty Crouch, der Lehrplan ziemlich ähnlich gewesen wäre. Als nächstes haben wir Severus Snape. Theoretisch gesehen war Severus Snape der ideale Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Er besaß ein tiefes Verständnis für beide Seiten des magischen Spektrums und kannte sich besser mit den dunklen Künsten aus als die meisten anderen. Somit war er der perfekte Kandidat, um Schüler in Verteidigung zu unterrichten. Allerdings müssen wir berücksichtigen, dass Snape zu diesem Zeitpunkt immer noch als Doppelagent agierte. Dies bedeutete, dass er viel zu tun hatte, da er einen der mächtigsten und dunkelsten Zauberer aller Zeiten täuschen musste, was ihn ziemlich ablenkte. Zusätzlich hatte er die Aufgabe, Dumbledore zu töten, um Malfoys Seele zu retten. Trotz dieser Ablenkungen unterrichtete Snape weiterhin kompetent und die Schüler konnten sicherlich eine beträchtliche Menge an Informationen aus seinem Unterricht gewinnen. Dennoch bedeutet das nicht zwangsläufig, dass er der beste Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste war. Hätte er es sein können? Wahrscheinlich. Aber war er es zu diesem Zeitpunkt tatsächlich? Nein. Also wer war es dann? Auf der Nummer 1 haben wir Remus Lupin. Für mich war Remus Lupin zweifellos der herausragendste Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Er verfügte über ein umfangreiches Wissen über die dunklen Künste und deren Abwehr und zugleich war er ein hervorragender Pädagoge. Er beherrschte die Kunst, sein Wissen auf eine äußerst effektive Weise zu vermitteln, indem er Theorie und praktische Anwendung in harmonischer Weise miteinander verband. Dadurch gewährleistete er, dass seine Schüler die Magie, die er lehrte, nicht nur verstanden, sondern auch erfolgreich in die Praxis umsetzen konnten. Lehrer und Lehrerinnen sind Menschen, zu denen wir nicht nur aus akademischer, sondern auch aus moralischer Sicht aufschauen können. Remus Lupin war ein herausragendes Vorbild für seine Schüler. Ein mutiger, geduldiger und freundlicher Mann, der es verstand, Bildung mit einer Prise Spaß zu verbinden. Besonders bemerkenswert ist, dass Remus dafür verantwortlich war, Harry den Patronus-Zauber beizubringen. Dies war zweifellos eine der wichtigsten Lektionen, die Harry je von jemandem erhalten hat. Remus war äußerst hilfreich und ich bin mir nicht sicher, ob Harry den Patronus-Zauber ohne Remus so schnell gemeistert hätte. Hätte Remus seine Rolle als Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste länger als ein Jahr inne gehabt, hätte dies wahrscheinlich einen erheblichen Einfluss auf den Verlauf der Schlacht von Hogwarts gehabt. Und das war's mit diesem Video. Welcher ist deiner Meinung nach der schlechteste und beste Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts gewesen? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn dir das Video gefallen hat. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.